Und willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Nicht wundern, ich habe heute offensichtlich Besuch. Und zwar ist die liebe Kim vom Kanal Kimanski, welchen ich natürlich für euch unten in der Infobox verlinke, bei mir zu Besuch. Und es war eigentlich mehr als klar, dass wir beide ein Video machen müssen. Ich meine, wir sehen uns so, so selten. Genau. Und da war einfach klar, dass wir ein Video machen müssen. Wir haben zwei Videos für euch in petto. Ein Video, welches ich euch jetzt nicht spoilern werde, welches aber hundertprozentig verdammt lustig werden wird, steht auf ihrem Kanal für euch online. Ich weiß noch nicht wann, aber auf jeden Fall kommt es auf ihrem Kanal online. Und auf meinem Kanal geht es heute um die... Ist das eine Challenge? Nee, eine Challenge ist es eigentlich nicht. Es ist ein Tag, oder? Tag, würde ich auch sagen. Ja, ne? Und zwar der Wer-würde-eher-Tag. Es geht eigentlich nur darum, dass wir auf Instagram Fragen gesammelt haben. Wer würde eher? Kim oder ich? Jenny. Und da sind ziemlich lustige Fragen bei rausgekommen. Und ich danke auch allen, die Fragen geschickt haben. Das hat mich wirklich super gefreut. Und ich habe voll Bock auf den Tag. Oh ja. Und ja, ich würde sagen... Wir reden nicht lange um den heißen Brei und fangen direkt an und ich wünsche euch jetzt schon ganz viel Spaß beim Zusehen. So, nicht wundern, ich werde ab und zu immer hier auf mein Handy gucken müssen, da wir da die ganzen Fragen gesammelt haben. Und ja, oh, ich habe gerade voll Bock drauf. Ja, auf jeden Fall. Und ich muss einmal eben schauen. Ich komme mir gerade wie eine Oma vor. So, die liebe Claudina Snow White auf Instagram hat ausgeholt und uns mehrere Fragen geschickt. Vielen lieben Dank, dass du so fleißig mitgemacht hast. Wir freuen uns wirklich über jede einzelne Frage. Und die erste Frage, Kim, wäre, wer würde eher ohne Make-up, in Klammern, wirklich ohne, auch kein Mascara, kein Puder, wirklich nix, einen Tag lang rausgehen oder auch arbeiten? Kann ich vielleicht erstmal das Handy weglegen? Sehr schön, dass wir uns da einig sind. Dass du... Ach, du hast es... Vor allem, sie hat gestern Morgen zu mir auch noch gesagt, von wegen, oh ja, und unter der Woche schminke ich mich eh nicht. Aber ich habe auch kein Problem, ungeschminkt rauszugehen. Auch wirklich... Na, wobei... Ich mache immer ein bisschen drauf. Ich mache immer ein bisschen drauf. Zumindest ein bisschen Concealer oder ein bisschen Foundation. Aber ja, ich würde sagen... Gut. Also ich mache das, wie gesagt, Montag bis Freitag komplett ohne. Nackt. Sozusagen. Alles? Ja. Und am Wochenende raste ich dann natürlich aus. Nee, also wenn ich mein No-Make-up-Make-up mache, Foundation, Puder, Concealer, Augenbrauen. Ja. Ich glaube dann, ja doch. Geht an dich, der Punkt. Okay. So, die nächste Frage von Claudina Snow White wäre einmal, wer würde eher auf seine komplette Make-up-Sammlung verzichten? So, Moment. Okay. Shit, man sieht im Augenwinkel immer, was der andere wählt. Ich würde es gut finden, wenn man irgendwie so einen Sichtschutz hat, aber das kann man ja nicht machen. Na gut, eins, zwei, drei. Was? Einfach nur auf den anderen schieben. Ich weiß genau, du könntest eigentlich auch nicht drauf verzichten. Ich könnte eigentlich auch beide niemals. Nicht verzichten. Ja, ja, aber so ist es einfacher, den anderen dann das anzuhängen. Ja. Das stimmt. Aber nein. Niemals. Mm-mm. Ich könnte also vielleicht ein bisschen minimalisieren. Man braucht vielleicht nicht unbedingt alles, alles. Aber alles? Nee. Also ich bin mittlerweile auch schon so weit, dass ich Sachen verkaufe, ja. Aber ich bin mittlerweile schon an so einem Punkt, ich trauere irgendwann, dass ich sie verkauft habe und dann kaufe ich sie mir irgendwann nochmal. Und das ist schon, das ist schwachsinnig. Ich weiß es auch, aber wir könnten beide nicht ohne. Nee, absolut nicht. So, dann Frage 3 von Claudina Snow White wäre einmal, wer würde eher heiraten? Ready? Mhm. Eins, zwei, drei. Ja, es ist irgendwie so, einer schiebt es auf den anderen. Ich meine... Ja. Ja. Also ich glaube, bei uns ist es einfach so, wo es halt zuerst losgeht, ne? Ich glaube auch. Also bei mir ist es, glaube ich, noch ein bisschen weiter in der Zukunft, würde ich sagen. So jetzt, was wir untereinander erzählt haben, würde ich sagen, ich bin später dran.
Aber ich bin so eine Disney-Prinzessin. Also ich könnte heiraten. Nicht in so ein, nicht Bonbonkleid, wie heißt denn das? Baiser. Aber halt heiraten. Heiraten ist für mich so die Kirsche auf dem Sahnehäubchen. Ja, das stimmt schon. So richtig Mädchen, Mädchen. Ja, so richtig. Oh. So, und die letzte Frage von der lieben Claudina Snow White wäre einmal, wer würde eher und so richtig komplett mit YouTube aufhören? Boah, meine Entscheidung war super schnell. Bist du ready? Eins, zwei, drei. Ich weiß jetzt nicht, ob das gut ist, dass wir beide nicht genommen haben, Ja. aber ja, hätte ich Also ich auch würde es gedacht. eigentlich nur auf dich schieben, weil ich nicht wüsste. Also ich glaube, dass ich ab, also ich bin ab irgendeinem Punkt von schnell von irgendwas genervt, gerade wenn es nicht so läuft, wie ich es möchte. Sei es jetzt irgendwie mit, ich weiß nicht, wir filmen jetzt auch mit Kims Kamera und die finde ich unglaublich gut. Und ich habe halt schon so viel Geld für meine Sachen hier ausgegeben und bin immer noch nicht zufrieden, was die Qualität angeht. Und ja, ich sehe halt irgendwie nicht ein, dann so viel Geld dafür auszugeben und ich komme einfach nicht voran. Und deswegen, ich bin dann irgendwann schnell genervt, habe dann einen Kurzschluss und dann schmeiße ich alles hin. Also ich glaube nicht, um Gottes Willen, dass ich jetzt in nächster Zeit damit aufhöre, aber ich könnte mir vorstellen, dass sie ein bisschen mehr Biss hat, das durchzuziehen, weil ich bin dann schnell, keiner mag mich und bin weg. Okay, das war jetzt, nee, das war jetzt die Mitleidsbüchse. Nein, letzten Endes würde ich einfach glauben, dass sie da ein bisschen mehr Biss hat als ich. Siehst du? Ein Kompliment und du schiebst es auf mich, Das dass ist ich schon aufhören nett. würde. Ja, keine Ahnung, weil ich es nicht über mich selber behaupten könnte. Ich meine, man weiß ja nie, ne? Ist ja klar, aber. Das war die erste Frage, wo wir uns einig sind. Ja. So, als nächstes hat die liebe Black is the Happiness komplett losgelegt. Also, die hat so viele Fragen geschickt und auch so viele super interessante Fragen. Also, vielen, vielen lieben Dank auch an dich. Wir haben uns super über die Fragen gefreut und es sind so coole dabei. Und ich rede zu viel. Also, Frage Nummer eins: Wer würde eher auf High-End-Kosmetik verzichten? Ja, ist High-End. Wir müssen erstmal High-End definieren. Ist High-End sowas wie Indie-Marken? Ist Urban Decay High-End? Oder ist High-End wirklich Chanel, Yves Saint Laurent, Dior, Chanel? Habe ich schon gesagt. Sowas. Das ist eigentlich für mich High-End. Also so Mac oder sowas zum Beispiel Ist zähle ich auch nicht. nicht zu Nee. High-End. Also ich würde eigentlich schon so die Ja, ne? Top-Bereich Luxus eigentlich schon sagen. Okay, dann habe ich was. Eins, zwei, drei. Also ich würde sagen, ich halte mich da wirklich eher so im mittelklassischen Bereich irgendwie auf. Also ich liebe, ja okay, Bäcker ist glaube ich noch so zwischen irgendwie Mittel und High-End. Aber Mac, meine Mac-Lippenstifte, auf die könnte ich niemals verzichten. Lime Crime, Ja. den ganzen Kylie-Kram, das ist für mich auch noch kein High-End. Nein. Das ist eigentlich so meine Schiene. Also ich Drogerie ein bisschen was, aber könnte ich glaube ich auch drauf verzichten. Aber auf diese Luxus-High-End könnte ich auch verzichten, glaube Ja, ich. ich könnte prinzipiell auch darauf verzichten, gerade auf Lidschatten-Lippenstifte, aber mein Puder, meine Foundation, meine wichtigen Hautsachen, die kommen alle von Chanel. Und mit denen bin ich so zufrieden. Ja. Aber wie gesagt, wir sind uns ja einig, sie könnte eher. Dann die nächste Frage ist verdammt fies. Und zwar, wer würde eher einen Monat auf Süßigkeiten verzichten können? You ready? Eins, zwei, drei. Ja, Ja. ganz leicht sogar. Ganz überhaupt nicht. Nee, könnte Also, ich wo es nicht. bei mir schlimmer wäre, ist süße Getränke, weil ich bin so ein Red Bull Eistee, liebe ich. Ist nicht Aber süß. Ja, Süßigkeiten, also wirklich Süßigkeiten. ein Naschzeug, sage ich mal, doch, das Oh könnte nee. ich. Oh nee. Das geht nicht. Das kann ich nicht. Ich will es nicht versuchen. Ich nasche zu gerne. Ich bin so süß. So, dann die nächste Frage wäre, wer würde sich eher einen Monat lang nicht die Nägel lackieren? Okay, das ist einfach. Das ist super einfach. Eins, zwei, drei. Was? Was? Ja, okay, das ist jetzt lustig. Ich. Also Warum du nicht? ich hab Gehnägel, ich brauch's noch nicht zu lackieren.
Okay, gut, das ist eine Ausrede. Aber ich habe jetzt gerade Nagellack, warum auch immer. Aber ich darf es auf der Arbeit nicht. Und dadurch, dass ich das halt die ganze Woche nicht machen darf, habe ich am Wochenende keinen Bock zu, mich da irgendwie eine Stunde hinzusetzen, bis alles durchgetrocknet ist. Und von daher vergesse ich es dann immer meist. Und also ich kann locker ohne. Ja. Aber ich habe eine Nagellacksammlung, die ist auch gigantisch. Hatte ich auch mal. Also. Aber ich habe sie stark auch immer noch machen. Reduziert. Mir fällt nicht mehr was Schlaues dazu ein. Dann die nächste Frage. Oh, die ist auch fies. Wer würde eher einen Teelöffel Salz essen? Oh, wie kennst du das, wenn du an was denkst und du kriegst dann so ein, auf Englisch ist es Shiver, so ein Schauer, so ein... Goosebumps. Oh, sag ich mal. So, wir waren beim Teelöffel Salz. Hast du's? Ja. Eins, zwei, drei. Jo. Ich habe schon mal einen Teelöffel Zimt gegessen. Ja, Essen kann man das ja nicht nennen, oder? Nee, ich hab's ja wieder. Also ich bin einmal fast gestorben und beim anderen Mal. Es ist ja nicht so, dass wir kein Salz im Haus hätten, aber. Meine Motivation jetzt gerade, also ich würde es machen, aber meine Motivation jetzt gerade nach dem Frühstück, Teelöffel Salz zu essen. Und wir haben vielleicht noch was vor, was auch eklig ist. Ja, aber ganz ehrlich, wenn wir beide schon sagen, wir können es, müssten wir es eigentlich machen, ne? Ich hasse dich gerade so dafür, dass du sowas vorschlägst. Ich weiß gar nicht, warum ich das selber jetzt so habe. Tja. Ja, entweder haben wir Eier oder nicht. Meine Eier sind ganz klein. Fuck this. Hey. Ich habe gerade beschlossen, ich werde dich nie wieder zu mir nach Hause einladen. Wir haben hier einmal Fleur de Sel. Meersalz. Auch noch Meersalz. Ja. Also wenn dann richtig. Ja. Und hier habe ich zwei fucking Esslöffel. Teelöffel. Oh Gott. Ich kenne den Unterschied nicht. So. Ach, das ist wenigstens noch schön. Ich habe gerade irgendwie eine kleine Abneigung gegen dich, weißt du das? Oh mein Schön, ist das ist teuer. Können wir vielleicht einen halben machen? Ja, ich denke, das ist schon okay. Oder? Ich meine, wir wollen ja hier jetzt auch nicht. Wir müssen ja keinem was beweisen. Nein. So. Cheerio. Super lecker. Also für Salz. Du siehst nicht so entzückt aus. Okay. Ich bin halt ein Salzmensch. Absolut. Tschüss. Das war auch, mir brennen die Lippen, mir brennt die Zunge. Ich meine, sie ist das Biest, sie hat gezeigt, sie kann es auch runterschlucken. Ich konnte es nicht. Ging nicht. War zu krass. Aber prinzipiell, ja gut, du hast gewonnen. Sie kann es eher als ich. So, dann die nächste Frage wäre einmal, wer von uns würde eher öffentlich singen? You ready? Mhm. Eins, zwei, drei. Ja. Hätte ich dir auch eher zugetraut als mir. Ich bin da ein bisschen zurückhaltender, glaube ich. Och. Nö, mir ist das relativ egal, sowas. Wenn ich Bock habe, ich meine, ich weiß, ich bin ganz sicher hier keine gute Sängerin, aber das ist mir eigentlich relativ egal. Also, ihr kennt das bestimmt alle selber, Kopfhörer in den Ohren und ihr denkt, nur ihr hört euch. Man kann schon einige Menschen damit unterhalten. Aber mir ist es egal. Ich kenne das nicht. Also, wie du sagst, dass man dann vergisst, dass man Kopfhörer drin hat, dass man sich nur, also dass man dann mitsingt, das kenne ich nicht. Aber in meinem Kopf, wenn ich einen Song höre, bin ich immer die Sängerin. Dann sitze ich dann immer im Bus und dann stelle ich mir Musikvideos mit mir in meinem Kopf vor. Also. Es gibt Sachen, die sollte ich vielleicht nicht sagen. So, und dann die letzte Frage von der lieben Black is the Happiness. Wäre einmal, wer von uns würde eher Geld sparen? Oh, heikles Thema. Mhm. Eins, zwei, drei. Was ein Schuldeingeständnis. Ja, ich kann es nicht anders sagen, ich bin mega schlecht im
sparen. Also so richtig schlecht. Also ich habe mein Geld nicht unter Kontrolle. Ich kaufe zu viel, ich gebe zu viel aus. Ich gelobe Besserung, werde immer wieder rückfällig. Ja, ich gebe mein Bestes. Ich meine, ich muss ganz ehrlich sagen, natürlich gibt es auch bei mir einen Monat, wo ich meine... Aber... Das Beste immer. Ja, genau. Aber, nee, ich versuche schon so ein bisschen was irgendwie... Ja, es ist ja auch das Schlauste, was man machen kann, aber... Ja, dann LE sind halt immer... Die nächste Frage wäre einmal von unserer lieben Freundin Maler Sophie. Vielen lieben Dank für diese interessante Frage, die wir natürlich gerne beantworten würden. Und zwar, wer würde sich eher Arschimplantate machen lassen? Wie kommst du aus? Maler! Okay. Arschimplantate. Ja, warum nicht? Ich meine, wobei ich sagen muss, wir beide sind ja eigentlich von... Also, nötig haben wir es, glaube ich, nicht, oder? Aber gut. Naja. Eins, zwei, drei. Bitte was? Keine Ahnung, ich würde es nicht machen lassen. I'm still Jenny from the block. Natürlich machen wir Arsch und nein, natürlich nicht. Also, nein, ich glaube, also ganz ehrlich, ich glaube, keine von uns würde das jemals machen. Wenn ich das Geld für sowas hätte und irgendwer würde mir sagen, hey, was für eine Schönheits-OP würdest du machen? Dann wäre das eine Sache, wo ich nie dran gedacht hätte. Nee. Also... Ich habe genug, ich möchte eher weniger als mehr haben. Mhm. Und Mara, tut mir leid, keiner von uns wird sich jemals sowas machen lassen. Die nächste Frage kommt von der lieben Estlein. Auch an dich ein ganz großes Dankeschön für die Frage, die da wäre, wer würde eher... Ich habe es gerade ein bisschen vergessen, Moment, ich weiß nicht. Ja, wer würde eher blank ziehen? Eins, zwei, drei. Ja, das ist auch wieder so auf dich schieben, eigentlich, weil also, ich würde es, glaube ich, nicht machen. Nee. Also ich war einmal an einem FKK-Strand, weil da einfach, also ich war nicht nackt, weil da einfach das Wasser und der Strand schöner waren. Ja. Und deswegen dachte ich mir, und bin da trotzdem mit meinem Badeanzug hin und ich habe den auch nicht ausgezogen. Und das war eine sehr interessante Erfahrung, aber ich würde mich niemals öffentlich entblößen. Nee, ich auch nicht. Also... Vielleicht, wenn ich Arschimplantate hätte. Vielleicht. Dann hätten wir eine Frage von der lieben Bosinenblock. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. Ich war zwar damals dabei, als der Name entstand, aber ich hoffe, Bosin war richtig. Denn die liebe Bosinenblock, vielen Dank auch an deine Frage, Lina. Die fragt, wer würde eher mit einem Bikini auf dem Zebrastreifen einen Catwalk machen? Ich habe sowas echt mal gesehen in Hannover. Da hat ich denke mal, es war ein Ladyboy, hat da eine Show gemacht. Der hat Table Dance bzw. Pole Dance an der Ampel gemacht. Das war ziemlich gut. Also der konnte das echt gut. Also war schon nicht schlecht. Aber Kim, wer von uns würde eher im Bikini über den Zebrastreifen à la Catwalk, du weißt, ne? Eins, zwei, drei. Wir sind eigentlich voll die Schisser. Ja, schon so ein bisschen. Also ganz ehrlich, mir ist vieles, oder es dauert echt, bis mir was peinlich ist, muss ich sagen. Aber so nackig und so, nee, das ist nicht so mein Ding. Ich trage auch nicht meine Bikini. Also ich habe jetzt auch, wie du sagtest, mit dem FKK-Strand, ich habe keine Probleme. Ich lege mich auch an den FKK-Strand. Also mit Nacktheit habe ich an sich keine Probleme. Aber es ist halt nicht so mein Ding. Also das ist sowas... Ich hätte nicht mal ein Bikini, mit dem ich das machen könnte. Also, hat sich das ja eh. Und extra für einen Catwalk ein Bikini kaufen? Die nächste Frage kommt von der lieben Nina York 97. Und die Frage, die ist nicht gemein, aber die macht mir Angst. Und zwar, wer würde eher mit verbundenen Augen vom 5-Meter-Brett springen? Eins, zwei, drei. Ich springe nicht mal vom Dreier mit offenen Augen. Also habe ich jetzt an sich kein Problem mit. Also ich kann jetzt kein Kunstspringer, Salto, dreifacher Looping, was weiß ich schon. Da wäre ich jetzt aber auch nicht beeindruckt gewesen. Nee, also sieht vielleicht jetzt nicht so spektakulär aus, was ich da mache, aber so ganz normal da runterhüpfen, jo. Nee,
Habe ich kein Problem mit. Weißt du, mich macht das so fertig. Ich springe leidenschaftlich gern vom Beckenrand und vom 1 Meter. Da bin ich unschlagbar drin. Oh, ja. Ich bin voll gefällt vom Startblock. Oh, vom Startblock. Da kann ich sogar Körper. Und weißt du, dann sehe ich so kleine Zwerge. Also nichts gegen Zwerge, aber so kleine Menschen. Also Kinder, die vielleicht noch nicht mal 10 sind. Und die können es kaum erwarten, auf den 10er zu kommen und hüpfen darunter wie sonst was. Und ich, wie alt bin ich? 26-Jährige. Schafft es nicht, einen 10er runterzuspringen, während die kleinen Knirpse darunter springen, als wäre es das easyste der Welt. Nix, ja. Ich habe keine Höhenangst. Habe ich nicht. Aber ich stehe auf dem 3-Meter-Brett, gucke runter und denke es mir so... Es ist schon... Also von unten warum? Sieht es nicht so hoch aus wie von oben. Nein. Das ist schon... Das stimmt. Deswegen, ja. Ich finde auch, wenn du hörst 3 Meter, ich meine, ich bin 1,80. Und 3 Meter ist ja von mir jetzt gar nicht mehr so weit weg. Ja. 1,20 Meter. Das klingt nicht viel. Mhm. Aber wenn ich dann da oben stehe... Ja, es ist schon krass. Respekt, dass du das machen würdest. Wollen wir ins Schwimmbad fahren? Auf geht's. Im Bikini? Mit den Arschbomben haben. Oh, der darfst du aber keine Arschbomben machen. Muss ich aufpassen. Nett, dass du den Arsch platzt. Zu guter Letzt hätten wir noch einmal eine Frage von der lieben Alphabet Voice, alias die liebe Maren, die uns eine sehr interessante Frage gestellt hat. Vielen lieben Dank auch dafür. Und zwar ist die Frage... Wer würde eher einen Lippenstift essen? Wäre es Labello gewesen, hätte ich mich genommen. Ich habe als Kind mal Labello gegessen, aber auch nur ein Stück. Und dann habe ich gemerkt, er schmeckt nicht so gut, wie er riecht. Aber es geht um Lippen. Ja. Aber es geht okay. Um Lippenstift. Wer würde eher einen Lippenstift essen? Mhm. 1, 2, 3. Also ich hätte jetzt gesagt, du nimmst deinen Namen. Nachdem du gesagt hast, mit Labello. Das ist doch dann eigentlich nur das Dessert dann. Labello färbt nicht. Iss mal einen roten Lippenstift. Siehst aus wie... Mhm. So, ihr Lieben, das wär's also. Das war der Was-wäre-wenn-Tag mit meiner lieben Kim. Und ich fand's mega witzig. Ja, ich hatte so einen Spaß. Und also, ja, jetzt habe ich natürlich ein paar Sachen von mir preisgegeben, die ich vielleicht nicht hätte preisgeben sollen. aber wir wissen, dass wir uns beide keine Arschimplantate machen lassen würden. Nein. Wir würden keinen Lippenstift essen, wir würden nicht nackt irgendwo rumlaufen. Also wir sind eigentlich... Voll anständig. Eigentlich ja. Eigentlich gar nicht. Ich bin, glaube ich, anständiger als du. Aber es war lustig. Und das war eine schöne... Ich will mal Challenge sagen. Das war ein schöner Tag. Ja, und ich danke auch nochmal allen, die eine Frage eingeschickt haben. Eingeschickt, das klingt wie bei einem Gewinnspiel, von wegen, schicke ich jetzt ein und gewinne ein Arschimplantat. Nichtsdestotrotz, vielen, vielen lieben Dank an all diejenigen, die sich aktiv an unserer Challenge... Oh. Vielen lieben Dank nochmal an all diejenigen, die sich so aktiv an unserem Tag beteiligt haben. Und ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß bei dem Video. Schaut auch unbedingt auf Kims Channel nochmal vorbei. Da machen wir nämlich auch noch was vielleicht noch ein bisschen ekliger ist. Und ja, ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns bei meinem nächsten Video wiedersehen werden. Damit ihr meine Videos nicht verpasst, würde ich euch einfach vorschlagen, mich zu abonnieren. Dann verpasst ihr sie auf keinen Fall. Ansonsten wünsche ich euch noch, jetzt muss ich kurz überlegen, wann ich das hochlade, entweder einen guten Start in die Woche oder allgemein eine schöne Woche. Und macht's gut. Ciao. Ciao.